sind wir schon wieder in einer Weihnachtsendrallye. Die 14.000 ist zurückerobert und wir möchten den Bogen spannen zu einer spannenden Gruppe, nämlich die Gruppe, die Branche vielmehr der Automobile. Bei Volkswagen und Porsche gab es News in dieser Woche und auch Tesla ist ziemlich unter die Räder im wahrsten Sinne des Wortes geraten. Das möchten wir gleich gemeinsam im Finanztalk besprechen. Und dazu habe ich den Christian Schlegel hier mit eingeladen, unseren Star Trader. Herzlich willkommen, Christian. Hallo zusammen, servus. Ja, das dürfte einer der letzten Jahresformate sein beim Finanztalk. Insofern haben wir auch Gelegenheit, ein bisschen so einen Jahresrückblick zu geben. Welche Aktien sind gut gelaufen, welche sind schlecht gelaufen? Aber lass uns zuerst mal auf den DAX blicken nach der fulminanten Woche. Letzte Woche mit Verfallstag, mit EZB-Sitzung, mit US-Notenbank-Sitzung ist der DAX unter 14.000 gefallen, aber jetzt wieder zurückgekehrt. Das ist richtig. Wir sind jetzt gerade eben, sind wir mal auf der, jetzt muss ich direkt mal schauen, wo jetzt im Moment steht, 14.072. Wir waren aber heute schon wieder an der 14.150. Diese 14.150, ich zeige das jetzt gerade eben mal auf dem Chart, das ist nichts anderes als diese Abrisskante, die wir letzte Woche genommen haben. Wir waren hier mal das Tief, das war vom 17.11. war das Tief bei 14.149 und wir sind runter und nichts anderes gemacht, als genau da wieder hingelaufen. Also im Moment ist das hier nur eine kleine Korrektur auf diesen Abverkauf, den wir eingeleitet bekamen durch die EZB. Von daher, es ist eine Korrektur, aber mehr ist es auch momentan noch nicht. Und weil du das eben sagtest, ich möchte gerne mal auf die Gewinner und Verlierer ganz kurz eingehen, wenn es an der Stelle schon geht. Und zwar, das ist jetzt year to date. Das heißt also vom 1.1. bis heute. Das ist nur ein unwesentlicher Unterschied, wenn ich das jetzt von vor genau einem Jahr machen würde. Die Beiersdorf sind im Moment die Gewinner hier im DAX mit 19,11%. Münchner Rück und hier unten sind auch irgendwo die Hannover Rück. Und dann ist es auffallend, die Hannover Rück ist einer von den ersten 7 Werten mit 11% plus und danach geht schon deutlich herunter mit nur noch 4% plus. Da haben wir die Bayer. Also das ist soweit. Beiersdorf liegt nicht in meiner Betrachtung. Telekom hat mir gut gefallen in diesem Jahr, die RWE auch. Aber gucken wir mal, das finde ich viel interessanter noch auf die Verlierer. Und zwar Immobilienwerte, klar, durch die Zinsen, das gefällt den allen nicht. Das sieht man auch im MDAX. Die sind alle, gerade in den letzten Tagen, haben die erheblich verloren, sämtliche Immobilienwerte. Wie sie alle heißen, das ist schon ziemlich heftig gewesen. Wir haben hier die Adidas. Die waren runter bis 95 und jetzt ist die WM vorbei und sie haben kurzzeitig eine Korrektur gehabt. Aber jetzt nach der WM sind sie noch ein bisschen hoch, weil alle wollen die Messi-Trikots haben und selbst Adidas kann nicht wirklich liefern. Aber dadurch, dass China sich jetzt ein bisschen mehr öffnet, diese Null-Covid-Strategie ein wenig zurückfährt, sollte das Adidas selbst auch gefallen. Wir haben hier, da habe ich im Jahr überhaupt nicht drauf geschaut, eine Fresenius Medical Care. Aber bis wir den Auto haben, Porsche Automobil Vorzüge minus 38% und hier oben sind die VW mit minus 32%. Hier muss man ein bisschen aufpassen, denn in den Charts, werde ich mir auch zeigen, ist die Dividende nicht drin. Also die sind nur irgendwo so bei ganz grob minus 23% und liegen also nicht ganz so schlimm. Die BMW war der beste Autowert in dem Jahr mit nur minus 4,5%. Ja, lass mich da gerne mal ein, zwei Themen rausgreifen, gerade was Volkswagen angeht. Da ist nämlich die Sonderdividende, die du angesprochen hast, von 19,06 Euro beschlossen worden auf der außerordentlichen Hauptversammlung. Die gibt es für die Aktionäre erst im Januar, aber sie wurde aus dem Kurs ja schon rausgerechnet. So werden die Volkswagen nicht wirklich auf dem Jahrestief, oder? Ja, das ist genau das hier. Dieses Gap hier, sind wir hier im Tageschart, ja. Dieses Gap hier, das ist so nicht richtig. Eigentlich muss man zu diesem Kurs, der momentan bei 117 ist, die 19 Euro draufrechnen. Dann wären wir also bei 137, 136. Dann sind wir also hier oben irgendwo. Allerdings meine ich zu sehen, dass jetzt ja einige denken, diese Unterstützung, die ist jetzt gebrochen und deswegen sollte es weiter runtergehen. Egal, das muss man so hinnehmen. Ich habe mir zu, wenn du erlaubst, so VW ein paar Sachen mal rausgeschrieben, die mir jetzt so in den letzten Tagen und so kamen. Also der Herr Blume baut den Konzern deutlich um. Und ich meine, er macht das sehr gut und sehr positiv ausgerichtet. VW hat im letzten Jahr so wenig Autos produziert wie seit 1950 mehr, und zwar im Stammwerk in Wolfsburg. Und erst jetzt kommen die langsam wieder dahin und sie wollen dieses Jahr wieder über 400.000 Stück kommen. Also egal welches VW-Auto. Die Chip- und die Qualitätssparte wird, natürlich die Chips, die Qualitäts- und die Designsparte wird umgebaut.
Und da gab es also ganz wilde Pläne von Herrn Deiß, die kamen nicht so gut an. Und der Herr Blume, der ändert das jetzt ein bisschen ab. Und der Markt nimmt es eigentlich recht positiv auf, im Sinne von, da passiert was im positiven Sinne. Wir haben natürlich die Lieferkettenproblematik, wir haben die Chip-Problematik. Und auch hier, genau wie bei Adidas, alle Autos sollten von der Öffnung von China im Sinne von der Null-Covid-Politik etwas profitieren. VW hat im letzten Jahr in China 26% mehr Autos ausgeliefert, aber in China im Jahresvergleich, aber weltweit insgesamt 650.000 weniger. Das ist eine Menge Holz. Die Analysten schätzen die Dividende, beziehungsweise nicht die Dividende, sondern den Gewinn pro Aktie mehr oder weniger unisono auf 33 Euro, was einem KGV-Kursgewinnverhältnis von 4 entsprechen würde. Was auf den ersten Moment sehr günstig klingt und das auch mit anderen Branchen verglichen recht günstig ist. Daimler hat nur 2,9 und die VW haben 4,5. Aber jetzt kommt es, weil wir gleich darüber sprechen, die Tesla sind beim KGV von 85. Die sind also immer noch ziemlich hoch. Ich denke, dass VW hier in diesem Bereich, wo hier die gedashte Linie heißt es bei 110, 111,5 bis hier hoch zu 100 im Moment, 17, 18, eine ganz gute Unterstützung hat. Wir haben ab und zu mal solche Shootouts hier, das war zum Beispiel Corona, aber ich denke, dass wir hier insgesamt eine ganz gute Unterstützung haben und ich glaube, angefangen mit den Lieferkettenproblematik, die sich anscheinend etwas reduziert, Chip-Problematik und China-Problematik, all das sollte sich ein bisschen relativieren, sodass ich für das nächste Jahr für die Autos grundsätzlich recht positiv bin. Wenn ich nochmal auf den 19,06 € rumreiten darf, das war die Sonderdividende für den Porsche-Börsengang. Das ist jetzt durch sozusagen und manche, die mit gespitzten Bleistift durchrechnen, sagen, allein die Beteiligung von Volkswagen an der neuen Porsche, die jetzt übrigens seit einer Woche im DAX notiert, ist schon so viel wert, dass man einige Marken in der Dachkompanie Volkswagen umsonst bekommt. Ich habe verschiedene Sachen gelesen. Ganz ehrlich, ich habe das nie so richtig analysiert. Ich fahre auch keinen Porsche. Ich habe es mir nicht angeschaut. Auch die alten Porsche nicht. Da bist du besser als ich, besser informiert und bestimmt auch der bessere Händler als ich. Ich habe es überhaupt nicht angeschaut. Ja, ich denke, dass die Luft raus ist bei Porsche erstmal, denn bei der Porsche Holding war ja auch diese Fantasie mit dem Börsengang, die Bewertung von der neuen Porsche. Und da ist jetzt der Stecker gezogen, also die Porsche Holding im DAX, die ist ja auch auf Mehrjahrestief abgerutscht. Aber nicht so stark wie die Tesla. Und das ist die Überleitung quasi zu den US-Autobauern. Du hattest ja schon gesagt, insgesamt global Volkswagen rund 650.000 weniger Fahrzeuge verkauft. Das ist genau die Menge, die übrigens Tesla in diesem Jahr verkauft. Aber der Kurs gerät unter Druck, ist sicherlich nicht nur wegen den Produktionszahlen, oder? Also ich finde, Tesla ist nach wie vor schwierig. Ich habe das immer überspitzt formuliert, dass wenn der Elon Musk den Leuten sagt, dass er einen fliegenden Toaster kreiert hat, der nicht nur die E-Mails abruft, sondern auch den Hund ausführt, dann glauben ihm das die Leute. Tatsächlich bin ich der festen Überzeugung, dass der Glaube an Elon Musk ganz erheblich nachgelassen hat. Es ist nicht mehr so, dass der völlige Narrenfreiheit hat. Und er verkauft ja auch immer wieder mehr und mehr Aktien. Es gibt, ich habe es gestern gelesen, die Schweizerische Nationalbank, das ist also jetzt hier der lange Chart, hat seit dem 30.09., da sind wir hier, ja, das war eine Unterstützung bei 266, die hat 1,4 Milliarden US-Dollar verloren. Da gibt es so Leute wie, also als Firma Vanguard, Katie Woods, die sind da alle noch drin und die kriegen, Entschuldigung, ich muss es so sagen, so richtig eins in den Arsch. Es ist ganz, ganz heftig, was da passiert wird und die Leute sind noch nicht raus. Und wenn jetzt schon eine Schweizerische Nationalbank hier kauft, 30.09., das ist nicht lang her und verliert da mal so, irgendwann müssen die sich auch irgendwo rechtfertigen. Also ich bin der Meinung, die Glaubwürdigkeit von Elon Musk, alles, was der da mit Twitter macht, das ist nicht mehr gewährleistet. Ich persönlich halte ihn momentan für einen Spinner. Ich hatte also ganz große Achtung vor dem, aber irgendwo dreht er momentan ein bisschen durch. Und ich habe keine Einschätzung, was der mit seinen noch verbliebenen, ich glaube, 14% Aktien machen wird. Ich kann Tesla, das ist mehr ein Spielball. Das hat nichts mehr mit Gewinn, Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis, Dividendengeschichte, das ist natürlich bei Tesla nicht mit Auto, wie viel sie produzieren und nicht zu tun. Das ist ein reiner Spielball der Emotion eines Elon Musk und dann ist das für mich kein Investment, das ist Zockerei, das ist Spielerei. Bin ich relativ wenig drin, wenn ich auf den Chart schaue und ich bin nun mal Chartist,
muss ich davon ausgehen, wir haben hier eine Unterstützung, die ist bei 118, da sind wir noch 20 Dollar weg. Und wenn die nicht hält, dann geht es erst hier unten weiter, da sind wir bei 63. Ich probiere das auch ab und zu mal. Ich kaufe mal Mini-Kleinigkeiten, aber nur das, was ich Schnüffelstücke nenne, um nicht hier irgendwie wirklich unter die Räder zu kommen. Wer etwas gekauft hat und die Long ist, von welchem Niveau auch immer, sollte tunlichst aufpassen, dass er nicht einfach so dazu kauft, sondern man muss hier auf Signale abwarten und die liefert die Technik einfach nicht, wo man sagen kann, okay, wir gehen nochmal auf die 166. Muss man einfach abwarten. Das hier ist übrigens der Dollar-Chart, das nur zum Sagen, weil das wird immer mal wieder durcheinander geworfen. Ja, 22 Millionen Aktien hat er in der letzten Woche allein verkauft. Er braucht Kapital, er muss Twitter quasi fit machen. Das kratzt auch ein bisschen an seinem Ego. Auch die Umfrage, ob er CEO bleiben soll oder nicht, haben die Twitter-Nutzer eindeutig beantwortet mit Nein, soll er nicht. Ja, wie es da weitergeht, wir wissen es selbstverständlich auch nicht. Wir wissen, das ist ein heller Kopf, da kann auch immer mal eine Überraschung kommen letzten Endes. Und wir wissen auch, durch diesen Kurzverfall hat am Ende er am meisten gelitten. Er war ja der reichste Mensch der Welt über viele Monate. Das ist ja übrigens aktuell nicht mehr. Das ist der LVMH-Chef geworden. Na gut, ich weiß nicht, ob die da so scharf drauf sind, ob sie jetzt der Erste oder der Zweite sind. Das weiß ich nicht. Keine Ahnung, das sind nur ein paar Milliarden. Das ist in der Größe, ist das, glaube ich, ziemlich uninteressant. Ja, das können wir aus dem Mittelfeld natürlich einfach sagen. Wenn wir oben stehen würden. Weißt du, ich habe eins gelernt. Es fährt in jeden Hafen fährt ein größeres Boot. Egal wie groß deins ist, es kommt immer eins rein, was größer ist. Und ich weiß, dass auch immer nach dem Interview, nach dem Format ein nächstes Interview folgt und das ist schon in der kommenden Woche. Wir wünschen erst einmal von dieser Seite aus ein sehr frohes und besinnliches Weihnachtsfest und hören uns dann noch einmal in diesem Jahr kommende Woche. Lass es dir gut gehen, Christian, und komm gut ins neue Jahr vor allem. Aber ich dachte, du wolltest jetzt noch singen, oder? Noch wenigstens mal nach der Aufzeichnung. Also, mach's gut, alles Gute, bye bye, ciao. Okay, ciao.